Hi, heute reden wir über ein Thema, über das ich schon lange reden wollte. Aber ihr wisst, ich teste immer sehr gerne lange Produkte und das ist jetzt eher so, ich habe Jahre getestet und jetzt habe ich endlich entschieden, würde ich nach jahrelangem Testen, welche Puderprodukte ich am liebsten auf mein Gesicht auftrage, auf welche Stellen ich was wofür auftrage und das zeige ich euch alles heute. Wie ihr es von mir gewohnt seid, bekommt ihr natürlich alle Produkte sofort im Auftrag gezeigt. Ich finde, man kann sich da immer ein viel besseres Bild von machen, ob das für einen selber funktionieren würde. Und dabei habe ich auch jedes Preissegment abgedeckt. Ihr wisst, ich verwende gerne Drogerie, aber auch gerne exorbitant überteuerte Produkte. Deswegen sollte da auch für jeden was dabei sein. Und natürlich zu guter Letzt, was habe ich eigentlich für eine Haut und was suche ich in einem Puder? Denn es gibt ja Trillionen Puder gefühlt da draußen für ganz verschiedene Sachen, verschiedene Finishes, Finishes, auch schön. Mit unterschiedlichen Ergebnissen und Deckkraftvariationen. Ihr wisst ja, die meisten von euch wissen ja, ich habe trockene Haut und ich suche im restlichen Make-up von mir Glow, gesundes Aussehen, viel Strahlen, viel Bewegung, dass es alles ein bisschen feuchter aussieht, also einfach sehr jugendlich. Hingegen suche ich aber in meinem Puder durchaus etwas mattierenderes, einfach um eine Balance zu halten und damit man nicht total glänzend und too much aussieht, denn das ist auch einfach kein schöner Look. So, deswegen würde ich sagen, legen wir sofort los. Mein Gesicht ist fertig geschminkt, aber ich habe weder verblendet in dem Sinne, wie ich es normalerweise mache mit Puder, noch irgendwas gesetzt. Das machen wir jetzt zusammen. Dafür nehme ich meine Haare zusammen. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich Make-up-Tutorials sehe und die Haare so sind, so normal. Ich denke immer so, wow, ich könnte mich so niemals schminken. Ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, ich achte sehr darauf, immer hier alles zu verblenden, dass es wirklich eine ebenmäßige Wange ist. Man hat natürlich mehrere Schichten, aber es soll alles sehr gleichmäßig wirken. Und dafür verwende ich diese beiden Produkte. Die haben im Grunde komplett verschiedene Ursprungsideen. Aber das ist genau das Ding mit Make-up. Man muss schauen, man muss ausprobieren. Nur weil irgendwas draufsteht, heißt es nicht, man muss es dafür verwenden. Wenn ihr damit eure Fußsohle anmalen wollt, großartig. Super Beispiel, Jamina. Das erste Produkt ist das Kiko Color Correction Powder und das Bare Minerals Blemish Remedy in der 02. Das Kiko Puder hat, wie man es erwartet, bei dem Namen vier verschiedene Farben. Die kann man zusammenmischen oder einzeln verwenden. Zum Beispiel habe ich das eine Zeit lang auch sehr gerne unterm Auge verwendet. Ich muss aber sagen, wenn ich unterm Auge setze, dann mit Laura Mercier Secret Brightening Powder. Aber mittlerweile, seitdem ich den Sisley Concealer habe, setze ich eigentlich gar nicht mehr, weil es noch frischer und gesünder aussieht. Die sind von der Textur sehr ähnlich wie die Hourglass-Produkte, sprich sie sind sehr, sehr fein gemahlen und haben diesen leichten Sheen, sprich diese super leichte Bewegung auf der Hand, aber in keinster Weise Glitzer oder irgendwas Dramatisches. Sprich, das Puder ist als solches gar nicht wirklich mattierend, das ist eher für mich an Tagen, bei denen ich sage, ich bin müde, meine Foundation ist zu matt geworden, ich brauche dennoch ein bisschen Bewegung auf der Haut, aber ich muss alles setten und vor allem hier unten sauber machen. Ihr wisst, mein liebster Pinsel aktuell, um allgemein im Gesicht zu arbeiten, ist der Zoeva 130 Luxe Contour Definer. Ich liebe ihn so, so sehr. Es ist eine große, große Empfehlung. Wie man hoffentlich gut erkennen kann, ist, dass hier noch ein bisschen Arbeit vor mir liegt. Highlight habe ich aufgetragen, Bronzer Rouge, habe das aber nicht wirklich verblendet und möchte einfach hier mehr Struktur reinbringen. Und deswegen mische ich hier einfach alle Farben zusammen. Das klappt bei mir immer am besten. Und arbeite wie immer in drückenden Bewegungen. Und man sieht sofort, wie sich die Wange verändert, wie das Gesicht ein bisschen schmaler wird und wie das Ganze einfach mehr zusammenkommt im Vergleich zur anderen Wange. Ich verwende natürlich nicht fünf verschiedene Puder jeden Tag. Ich denke, das ist jedem klar. Ich zeige euch nur die verschiedenen Sachen, die man damit machen kann. Wenn man möchte, kann man das natürlich auch unterm Auge verwenden. Hier vorne in der T-Zone würde ich es wirklich nicht auftragen, weil das jegliche Poren zum Vorschein bringt. Um euch den Effekt noch auf der anderen Seite zu demonstrieren und gleichzeitig über meinen zweiten Favoriten zu sprechen, das ist Blemish Remedy von Bare Minerals. Im Grunde ist es eine Mineralfoundation, die man komplett auch solo tragen kann. Sprich Primer, Feuchtigkeitspflege, was auch immer, und dann das wirklich in drückenden Bewegungen auftragen. Ich bin einfach nicht der größte Mineralfoundation-Träger, dennoch ein absolut riesiger Fan dieses Produkts, denn es gibt sehr viele Tage bei mir, bei denen ich wirklich nur eine leichte Foundation trage oder eine BB-Cream
oder nur eine getönte Feuchtigkeitscreme. Und da ist dieses Produkt einfach super. Ganz kurz zum Produkt, wenn ihr es gar nicht kennt. Wenn man es aufmacht, kommt es hier in so einem Sieb. Es gibt auch einen extra Pinsel dafür, aber wir nehmen meinen geliebten Zoeva 130. Was es macht, es settet natürlich alles auf meiner Haut. Gerade bei leichten Produkten, die eine leichte Deckkraft haben, ist es sehr oft, dass man zu glänzend aussieht. Deswegen liebe ich das. Es gibt mir zusätzlich eine höhere Deckkraft, die ich gerne am Kinn habe. Und wenn ich nur dieses Produkt verwende, kann ich damit auch meine T-Zone setzen und es minimiert meine Poren. Was man hier einfach auch sehr schön sieht, die Deckkraft ist um einiges stärker. Sprich, das ist halt für die leichteren Tage, bei denen ich einfach ein bisschen mehr glowy sein möchte. Und das ist halt einfach, um wirklich ein schönes, gleichmäßiges Hautbild zu schaffen. Deswegen auch der Name Blemish Remedy, um halt Blemishes, um kleine Unebenheiten abzudecken. Und auch hier gerade sehe ich noch so kleine Rötungen, denn meine Foundation, die Fresher Skin von Manhattan, die verwende ich immer noch seit 2 Monaten jeden Tag. Die ist halt relativ leicht und deckt nicht alles ab, was super in Ordnung ist. Ich möchte aber die Rötung ein bisschen zurücknehmen und vor allem nicht glänzen hier unten. Das ist kein süßer Look. Mit dem unteren Teil meines Gesichts bin ich mega zufrieden. Sieht sehr, sehr gleichmäßig aus. Man hat schöne Definition und die Haut wirkt extrem ebenmäßig, aber nicht so zu mattiert. Man kann keine Haut mehr erkennen. Jetzt kann ich mich meinem Lieblingsthema, den Poren, widmen. Es wird keine Überraschung sein, das ist für mich die Nummer 1, was Poren kaschieren, mattieren, abdecken, minimieren, Dios-Poren-Therapie ist. Too Faced, Primed and Poreless. Wie bei all den Pudern kann man das auch all over benutzen, hier, hier, unterm Auge, wo auch immer. Aber gerade wie gesagt, ihr seht auch, meins ist fast gone. Hab natürlich schon neues gekauft in New York und ich liebe es einfach. Ich weiß, durch die Lichter und so weiter kann es schwierig sein, das zu erkennen, aber diese Gesichtshälfte sieht so viel besser aus. Einfach nur, weil die Poren minimiert sind. Ich werde ein Selfie machen und es euch einblenden, damit ihr es besser erkennt. Ich bin auch mega happy, dass so viele immer auf meine Meinung vertrauen und ihr wisst, ich teste Sachen wirklich lange und deswegen kommt auch erst bald das Video zu dem Produkt, was meine Poren minimiert hat. Weil ich euch einfach keine Sachen empfehlen möchte, die ich nicht lange getestet habe. Deswegen auch an alle Kritiker, die es da draußen so gibt. Ich zeige euch immer nur Produkte, die ich wirklich 100% mag und euch empfehlen würde. Wir wandern weiter nach oben und wenn ich, wie gesagt, meinen Sissy Concealer nicht verwende, dann sette ich durchaus minimal. Secret Brightening Powder von Laura Mercier schon millionenfach gezeigt. Ich verwende aber auch sehr, sehr gerne von Chanel das Natural Finish Loose Powder. Eine gigantisch große Dose, dafür braucht man Jahre, um das aufzubrauchen. Kommt auch hier mit so einem Sieb und ich habe die Farbe 20 Claire. Dafür nehme ich aber solch einen Pinsel, dieser hier ist von Wayne Goss. Es gibt aber auch noch andere in der Art. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox. Nehme wirklich nur minimal Produkt auf und arbeite auch hier wie immer in drückenden Bewegungen unterm Auge und schaue wirklich nach oben, dass die Haut auf Spannung ist und dass wirklich alles gleichmäßig gesetzt wird. Das Gute ist, wenn man seine untere Augenpartie setzt, das Ganze wirkt ein bisschen frischer, ein bisschen aufgehellter. Man hat natürlich diesen leichten Puder-Touch immer da. Das muss man halt abwägen. Ein weiterer Grund, wie ich das Puder super gerne verwende, natürlich auch in meinem gesamten Gesicht, aber auch gerade bei meinem Augen-Make-up. Zum Beispiel, ich habe meinen Lidschatten zu weit runter geblendet, damit kann ich super aufräumen. Auch wieder in drückenden Bewegungen das Puder auftragen, dann einfach runterbürsten. Oder wenn ich Eyeliner auftrage, einfach nur als Guideline, um wirklich zu wissen, wo möchte ich längs malen. Das sind wirklich kleine Tipps, die man super mit losem Puder machen kann. Ganz oben angekommen, die Stirn natürlich. Auch super wichtig, wenn man Bronze aufträgt oder dort konturiert, immer nochmal alles zusammenblenden, damit man keine scharfen Kanten irgendwo hat. Und ihr wisst ja auch, gerade in meinen ersten Jahren auf YouTube habe ich das Puder von L'Oréal Paris in dieser lila-blau-Verpackung so, so geliebt. Es ist auch komplett leer mittlerweile. Das ist auf jeden Fall die Version mit leichterer Deckkraft. Dann habe ich aber das für mich entdeckt. Das ist das Indefectible 24-Hour-Puder in Warm Vanilla, auch von L'Oréal Paris. Und das hat
echt ordentlich Deckkraft. Ich würde sagen, von allen mit den Bare Minerals ist das auf jeden Fall für die Leute, die sagen, okay, ich möchte ein Puder, was wirklich nochmal eine Schicht oben rauf legt und alles nochmal abdeckt. Es ist aber auch, muss man ganz klar dafür sagen, denn ich bin niemand, der Puder verwendet, die komplett flach sind. Obwohl es eine wirklich gute Deckkraft hat, hat es immer noch einen winzigen Sheen, der mir ausreicht, damit es ein Produkt ist, was ich sehr gerne verwende. Auf der Stirn habe ich durchaus ein kleines bisschen Unterlagerung. Fragt mich nicht, was da los ist. Auch da möchte ich es ein bisschen ebenmäßiger haben und natürlich auch mein Bronzer und die Kontur von hier oben, dass ich das alles gemeinsam verblende. Dafür eignet sich der Multitask Brush von Real Techniques sehr gut. Und das Ganze wird auch wieder in drückenden Bewegungen auf meine Haut aufgetragen, damit sich alles schön zu einem Gesamtbild fügt. Was ich aber hier sagen muss, ich verwende es super gerne im gesamten Gesicht, nur nicht hier in der T-Zone. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen so, als ob die Poren noch hervorgebracht werden. Nur damit ihr abwägen könnt, was ihr möchtet, was ihr sucht. Das ist super, um alles abzumattieren im Gesicht, dass es trotzdem gleichmäßig wirkt. Aber hier bei den Poren würde ich es nicht auftragen. Und so sette ich jeden Tag mein Gesicht, an dem ich mich schminke. Natürlich, bitte behalt das im Hinterkopf, in einer abgeschwächten Version, nicht alle Produkte auf einmal und so weiter. Was man aber niemals vergessen sollte, für den Fall, man hat zu viel Puder aufgetragen, kann jedem passieren, immer, 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 immer Make-up-Setting, Make-up-Fixierung, Make-up-Glow-Spray verwenden. Glaubt mir, das richtet jeden Fehler und auch gerade hier das von Pixi, das Glow Mist, ihr seht, meins ist gut leer. Große Liebe. Das ist der absolute Wahnsinn, was es macht. Es sieht halt alles super gleichmäßig und schön aus, aber einfach nicht mehr pudrig. Das ist ein Traumzeug. Ich würde aber nicht sagen, wenn ihr ölige Haut habt, weil da Öle drin sind, das ist, glaube ich, too much. Da würde ich dann eher Fix Plus von MAC nehmen oder das von Urban Decay zum Beispiel. Dazu habe ich aber auch ein komplettes Video. Schaut euch das gerne an. So bin ich jetzt total happy mit dem Look und dennoch sieht meine Haut halt extrem gesund und strahlend aus. Ihr wisst, das ist immer mein Look, obwohl man halt relativ viel Puder aufgetragen hat. Man kann es natürlich komplett variieren. Ich hoffe so sehr, es war hilfreich für euch. Alle Produkte sind wie immer in der Infobox aufgelistet und der Rest meines Make-ups natürlich auch. Dann freue ich mich natürlich total auf eure Kommentare. Wenn ihr ein absolutes Lieblingspuder habt, schreibt es definitiv in die Kommentare. Ich werde es ausprobieren. Und dann sehen wir uns Mittwoch wieder zu meinen Weekly Bits and Pieces.